Jetzt geht es schon der nächste Baustein oder unserem Module in der Automation, die siebte Achse. Es ist nicht nur ein Produkt, sondern auch eine Lösung, die international angewendet werden kann. Und nicht nur ein Produkt, sondern auch eine Baureihe. Hier sehen wir der Typ Nummer 2, also für 2-Tonnen-Roboter. Beide Roboter, die hier gezeigt werden, können somit transportiert werden. Haben wir aber andere Größen, Größe 1 für 1000-Kilo-Roboter und Größe 3 für 3-Tonnen-Roboter. Ja, Expert ist bekannt für Genauigkeit und Robustheit und das können wir auch gewährleisten. Und anderen Feature, der hier uns von der Masse abhebt, ist natürlich die Kompaktheit, die hier gezeigt wird. Es sind sehr schmal, aber auch sehr niedrig. Das ist unser Hauptvorteil gegenüber den anderen Lieferanten. Und wir sind modular aufgebaut. Hier sieht man ein Segment von 3 Meter, aber das andere Endstück wird immer je nach Kundenwunsch angepasst, für die Gesamtlänge zu gewährleisten. Hier sehen wir noch ein paar Besonderheiten oder Features, die ich hier mal erwähnen kann, wie zum Beispiel eine Referenzierungsabsteckung. Das ist sehr praktisch, wenn wir zum Beispiel Wartungsarbeiten durchführen oder einen Motortausch durchführen und somit kann immer die Referenzierung gewährleistet werden. Aber auch, wie hier sehen, eine beschichtete Schiene, die gegen aggressive Mittel beständig ist. Des Weiteren können wir auch andere Elemente bestellen, wie zum Beispiel eine Erhöhung für den Roboter zwischen Schlitten und Roboter, aber auch eine automatische Schmierung für die Laufwagen bzw. Tragrollen. Des Weiteren ist auch möglich, eine Erhöhung des Gesamtpodests oder Gesamtgestells zu bestellen bzw. zu bekommen. Und das ist so unsere Kernkompetenz in Flexibilität und trotzdem Zufriedenheit für unsere Kunden. Aber siebte Achse können wir, aber wir können auch was anderes, wir können auch die achte Achse. Und die achte Achse, wie dieses Video schon zeigt, erhöht die Reichweite des Roboters und können wir somit die komplizierteste und herausforderndste Aufgaben damit bewältigen. Auch alle möglichen Ecken und Winkel können wir damit unsere Roboter erreichen. Ist nicht nur, dass wir jetzt dieses 90-Grad-Beispiel sehen, ist so ein Beispiel mit 2 Laufwagen, aber wir können auch anderen Formen, zum Beispiel in U oder mit anderen Abtriebswinkeln auch liefern. Das sind nur ein paar Anregungen, ein paar Impulse für den Markt. Gehen Sie bitte auf unsere Website, da können Sie noch mehr Ideen bekommen und wir helfen Sie weiter bei der Planung dieses, Ihres zukünftiges Rohbau oder zukünftiges Fabrik. Und Stichwort Synergie, hier sind wir vergessen zu erwähnen, eine Partnerschaft mit der Firma Nimag, die uns auch gemeinsam eine gemeinsame Lösung anbietet.